Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Freistaates Bayern, gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so wahr mir Gott helfe. Karl, du hast mit deinem unnachgiebigen Streben nach Freiheit und deiner Willensstärke so vielen Menschen Zuversicht gegeben. Ja, du hast so viele dazu animiert, ins Tun zu kommen. Ja, Karl, die Lücke, die du hinterlassen hast, die ist groß. Aber wir nehmen den Auftrag an. Wir werden mehr denn je um die Freiheit und den Frieden kämpfen. Karl, du warst ein echter Polizist, ein Verfassungsschützer, unser Freund. Du warst mein Freund. Habe die Ehre. Karl Hiltz hat das getan, was er als Polizist tun konnte. Er hat nicht aufgegeben, er hat nicht nachgegeben, er hat einfach alles gegeben. Wir leben in einem Staat, in dem man sich nicht mehr wohlfühlt eigentlich, kann man gar nicht anders sagen. Es ist traurig. Die ganze Welt schaut auf Deutschland und schüttelt den Kopf, wie wir wieder und wieder in die Diktatur laufen können. Wieder und wieder in den Faschismus laufen können. Haben wir denn so wenig gelernt aus unserer Geschichte? Ich spreche zu euch als pensionierter Polizeibeamter, der 43 Jahre beim Polizeipräsidium München gearbeitet hat. Trage euch meinen damaligen Amtseid vor, mit dem ich auch den anwesenden Polizeibeamten ihren Schwur wieder ins Gedächtnis rufen möchte. Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Freistaates Bayern, gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so wahr mir Gott helfe. Ich habe das 43 Jahre getan und in Pension fühle mich dem Schwur immer noch verpflichtet und auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und ich kämpfe dafür, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung für uns erhalten bleibt. Vor allen Dingen, dass der Artikel 1.1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, wieder gesehen und gehört wird und unsere Regierung endlich diese unmöglichen Verordnungen, insbesondere den Zwang, aufhebt. Aber ich bitte euch, immer friedlich zu bleiben. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich rufe alle Polizeibeamten auf, sich den Eid, den sie geschworen haben, wieder vor Augen zu führen, vor allen Dingen die Beamten des höheren Dienstes. Diese höheren Beamten sind sehr gut ausgebildet. Sie kennen das Grundgesetz. Sie kennen Staats- und Verfassungsrecht. Sie kennen Geschichte. Aber wir dürfen einen Mann wie dich bewundern, der uns jetzt hoffentlich Kraft gibt, hier in den ganzen Streams und was wir alles hier sehen. Hier, ja. Freut euch einfach auf die Zeit nach dieser denn wir werden hinten besser rauskommen, als wir vorne reingeschlittert sind. Als wir reingeschlittert sind, wusste der Großteil der deutschen Bevölkerung nicht, dass sie von Verbrechern regiert werden, die organisierte Kriminalität zur Normalität haben werden lassen und sich daran beteiligen. Jetzt wissen es sehr, sehr viele Bürger. Und ich hoffe, dass alle, die jetzt organisiert kriminell unsere Bevölkerungen ausgebeutet haben und ausbeuten, anschließend zur Rechenschaft gezogen werden können und wir uns eine Demokratie so aufbauen, wie sie im Grundgesetz beschrieben ist, mit echter Gewaltenteilung, mit echter Erhaltung der Würde der Menschen, mit echter Garantie aller dort verbrieften Grundrechte. Und dann, denke ich, sind wir durch dieses Tal der Tränen mit Erfolg gegangen und davon gehe ich aus. Sehr gut, wir können nicht klatschen, aber wir können auf jeden Fall Frieden, Freiheit mal für Karl sagen. Ich sag Frieden, ich sag Freiheit! Frieden! Freiheit! Frieden! Freiheit! Frieden! Freiheit! Danke! Frieden!
Und ich bitte euch alle, behaltet ihn in Erinnerung. Unbeugsam, hart, aber friedlich. Denn nur so können wir die Volksbewegung anstoßen, die wir brauchen. Die Volksbewegung, die klar und deutlich Nein sagt. Nein zum Unrecht und Nein zur Gewalt. Zuschauer, heute ist der 28. November. Wir befinden uns in München und haben uns alle zusammengefunden, um Karl Hiltz die letzte Ehre zu erweisen. Was habt ihr uns mitzuteilen? Ich bin auch immer noch ganz getroffen von dem, was jetzt heute hier passiert ist. Also letztendlich so viele liebe Menschen, die dem Karl ja auch mit die letzte Ehre durch diesen Trauermarsch erweisen wollten. Der wacht jetzt im Himmel über uns und er passt auf, dass uns nichts passiert hier und dass das alles weitergeht und dass wir ja eine bessere Zukunft schaffen mit Liebe und Mitmenschlichkeit und in Freiheit auf alle Fälle wieder. Also er ist unter uns immer noch. Wenn die Erwachsenen nicht verstanden haben, worauf es ankommt, fragt eure Kinder, wie sie leben möchten. Der Widerstand könnte als Maßeinheit ein Hilz bekommen. Meine Schwester hatte die Idee und hat gesagt, also Karl war sozusagen 100 Hilz und wir müssen den Widerstand jetzt in Hilz messen. Und 100 Hilz entsprechen dann einem Scholl. Sorgt dafür, dass es nicht irgendwo hier zum Bürgerkrieg kommt. Das ist das Wichtigste, was wir eigentlich jetzt machen müssen, dass wir alle friedlich bleiben und uns nicht länger spalten lassen und gegeneinander aufhetzen lassen. Man lässt sich von Verbrechern nicht erpressen und man lässt sich nicht nötigen und nicht mobben. Und kein Arbeitsplatz dieser Welt, kein Kindergartenplatz dieser Welt oder Schulplatz oder sonst was ist es wert, dass man sich dafür krank oder tot lässt. Ja, also haltet irgendwie durch, lasst euch krank schreiben notfalls oder geht in den Urlaub irgendwie bezahlt oder unbezahlt, wie auch immer. Haltet durch, es wird auf alle Fälle eine Zeit kommen, wo es wieder besser wird. Werte Zuschauer, das sind wohl die Helden unserer Zeit. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen. Vielen Dank. Danke euch. Danke. Und seine letzten Worte, die er mir hat ausrichten lassen, waren ein Brief, in dem er uns alle auffordert, in der absoluten Liebe zu bleiben, bedingungslos friedlich. Und er hat seinen Brief an mich geendet mit den Worten: Ich liebe dich, dein Karl. Wir sind alle sehr dankbar dafür, was Karl für uns und für die Bewegung getan hat. Er war ein Herzensmensch und er wird auch immer in unseren Herzen bleiben. Ganz eindeutig.